Was würdet ihr machen, wenn ihr vor einer Zombie-Apokalypse stehen würdet? Das erzähle ich euch heute in unserem Zombie-Tag. Hallo ihr Menschen, ich wurde vom lieben Chris Test dazu aufgerufen, auf seinen Zombie-Tag zu antworten, was ich auch heute tun werde. Hierzu beantworte ich jetzt fünf Fragen, was ich machen würde, wenn ich jetzt vor einer Zombie-Apokalypse stehen würde. Eigentlich ist ja heute der Tag der Clemens-Show, aber das wird ein sehr aufwendiges Video. Ich habe das heute Morgen schon gemerkt, als ich das Skript geschrieben habe. Ich saß da über 6 Stunden dran, weswegen dieses Video dann ein anderes Mal kommen wird. Außerdem möchte ich meinen lieben Freund Chris Test ja nicht enttäuschen, deswegen gibt es das Video jetzt. 5 Fragen über Zombie-Apokalypse, los geht's! Was würdest du als erstes tun, wenn du wüsstest, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist? Erstmal großes Dank an den ultrakompetenten Synchronsprecher, der gerade diese Frage vorgelesen hat. Das war ich. Ich bin so dumm. Wenn ich wüsste, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, dann würde ich erstmal... Naja, ich verstehe nicht, warum in diesen Zombie-Filmen sich immer alle in ihren Häusern verbarrikadieren. Ich meine, auf was warten die? Die Zombies laufen da ewig rum. Ich meine, haben die noch nie irgendeinen Zombie-Film gesehen oder so, hä? Weil dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der erste Zombie irgendwie mal an deinem Haus vorbeischlurft und dich hört. Weil dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann tot bist. Ich würde wahrscheinlich erstmal ziemlich weit weglaufen, dorthin, wo es nicht so viele Menschen gibt. Da ich aber mit dem Zustand nicht zufrieden wäre, dass es dort einfach nur keine Menschen gibt, würde ich wahrscheinlich irgendwo hinrennen, wo es keine Menschen gibt und wo es schön ist. Also... an eine Küste oder so. Ich meine, hey, wenn schon Zombie-Apokalypse, warum dann nicht auch im Urlaub? Dann würde ich mir aus dem, was ich dort finde, eine kleine Hütte bauen und darunter eine unterirdische Höhle buddeln und mich in dieser Höhle verschanzen und diese Höhle ausbauen. Aus dem Grund, weil Zombies selten unter der Erde krabbeln. Und oben ist dann nur diese kleine Hütte. Und da man dann, also quasi um zu wissen, wo die eigene Höhle ist, so wie so ein Bergstollen halt. Aber wenn dann ein Zombie in diese Hütte reingeht, dann wird er nichts finden, außer halt einer Leiter in die Höhle rein, da Zombies aber keine Leitern klettern können. Oder habt ihr schon mal irgendwo einen Zombie eine Leiter klettern sehen, also runterklettern? Ich habe sie immer nur hochklettern sehen. Da Zombies also scheinbar keine Leitern runterklettern können, hätte ich ja eigentlich gewonnen und dann könnte ich sie von unten abmurksen. Wenn du eine Waffe deiner Wahl bekommen könntest, welche wäre das? Naja, das ist schwer zu sagen, aber erstmal grundsätzlich keine Schusswaffen, weil Schusswaffen erzeugen Lärm und Lärm zieht bekanntlich Zombies an. Das heißt, das Glück wäre nur von sehr kurzer Dauer, mal davon abgesehen, dass Schusswaffen auch mit Munition funktionieren, die irgendwann leer sein wird. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich für ein langes und schmales Schwert entscheiden und vielleicht noch ein Schild, wenn ich das noch haben darf. Weil man damit auf Distanz zustechen kann und, naja, Köpfe absäbeln, was man bei Zombies ja machen muss. Wärst du dazu fähig, Zombies zu töten, die vorher deine Freunde waren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, vor ihnen wegzurennen. Weil immerhin, egal was sie jetzt sind, sie waren deine Freunde. Und es ist immer noch der Körper deiner Freunde. Auch wenn es vielleicht nicht mehr ihr Geist ist, aber es waren deine Freunde. Deswegen, wenn es natürlich gar nicht anders geht, dann werden wahrscheinlich die Überlebensinstinkte größer, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... ich würde es nicht drauf anlegen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht so was Dummes versuchen, wie sie irgendwie ins eigene Heim einzusperren und dann irgendwie heimlich eine Kette zu binden, sodass es kein anderer mitkriegt. So nach dem Motto, das waren meine Freunde und die müssen jetzt immer noch bei mir sein. Das sind jetzt Zombies, deswegen habe ich sie angekettet. Und ich hoffe einfach, dass diese Ketten halten, auch wenn wir aus allen Filmen gelernt haben, dass sie das langfristig nie tun. Nein, also ich glaube, das würde ich nicht tun. Wärst du dazu fähig, jemanden, den du liebst, zu töten, wenn er ein Zombie werden würde? Auch das ist schwer zu sagen, weil niemand weiß, wie es ist, ein Zombie zu sein. Ob man dann wirklich innerlich tot ist und ob das jetzt quasi ein anderer Organismus, also man geht ja davon aus, es ist ein Virus, dass dieses Virus quasi das Leben in deinem Körper übernommen hat, oder ob es du selbst bist mit extrem eingeschränktem Geist. Was mir jedoch ein bisschen schwerfällt zu glauben, weil ja Zombies irgendwie, selbst wenn du ihnen den Unterkörper abtrennst, immer noch weiterleben, obwohl sie theoretisch komplett verblutet sind. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch da erstmal abwarten, wobei Zombie ist Zombie und... Eigentlich, wenn man sich es mal genau überlegt, ist dieser Zombie-Virus eigentlich schon extrem gefährlich, aber auch extrem dumm. Weil ein Zombie-Virus ist ein Parasit und Parasiten ernähren sich eben immer von ihrem Wirt. Wenn aber dieser Virus auf Dauer alle Wirte umbringt und sich nur von weiteren Wirten ernähren kann, ist irgendwann keiner mehr da. Also stirbt der Zombie-Virus automatisch aus. Auch wenn er dadurch quasi alle Menschen und Tiere vielleicht getötet hat, aber er selbst kann damit auch nicht mehr weiter existieren. Also es ist ziemlich dumm von ihm, dass er so funktioniert. Wenn du gebissen wirst, wärst du dann fähig, selbst zu töten? Ja, das wäre grundsätzlich irgendwie schon die bessere Variante, wobei wir auch aus Zombie-Filmen gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch ein sehr menschliches Verhalten, dass wenn du gebissen wirst
hoffst du einfach die ganze Zeit, dass aus dir kein Zombie wird. Was ja auch immer in den Filmen alle tun, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil keiner will es irgendwie wahrhaben, dass er selbst jetzt zum Zombie wird. Stellt euch das mal vor, ihr wüsstet jetzt, ihr seid gebissen und theoretisch werdet ihr zum Zombie, aber die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Du hoffst einfach die ganze Zeit, dass du irgendwie immun bist oder sonst was. Das ist jetzt einfach gesagt, dass man sich natürlich dann logischerweise gerne umbringen würde, aber wenn es dann wirklich so weit käme, hätte man doch, glaube ich, ziemliche Probleme damit, das durchzuziehen. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch als sechste Frage eine Special-Frage vom lieben Training Robin, der in seinem Video diese Frage eingeführt hat, die aber so, naja, so formuliert ist, dass man sie nicht so unbedingt in seinem Video drin haben möchte. Deswegen hat der liebe Chris sie schon in seinem Video quasi neu synchronisiert, was ich jetzt einfach übernommen habe. Hier ist die Frage. So, Christian, mal angenommen, wenn zwei Menschen sich ganz besonders lieb haben, dann machen das mit den Babys nicht die Bienen, sondern der Papa steckt sein Lümmel in die Mama. Und jetzt mal angenommen, du wärst der letzte Mensch auf diesem Planeten und es gibt nur noch so eine assigeile Zombieschnalle. Was würdest du denn machen, wenn diese Zombieschnalle Liebe mit dir machen wollen würde? Vielen Dank übrigens für die Synchronisation, Chris. Naja, also es ist wirklich schwer zu sagen, weil erstens wäre das, glaube ich, extrem widerlich mit einem Zombie. Ich meine, ihr seht ja, wie die verfaulen und so. Also wenn dann nur mit Gummi. Oh, ich meine, das grenzt schon irgendwie krass an Nekrophilie, mit einem Zombie zu schlafen. Auf der anderen Seite wäre es irgendwie die allerletzte Chance, die Menschheit irgendwie zu retten. Dann wiederum denke ich mir so, die Welt wäre wahrscheinlich besser dran ohne Menschen. Dann denke ich mir wieder, oh Gott, das ist aber ein richtig krasser Evolutionsrückschritt quasi, wenn jetzt diese Menschen nicht mehr existieren, nicht weil wir irgendwie so geil sind, sondern weil, ich meine ganz ehrlich, das ist schon ziemlich krass. Überlegt euch mal, wie komplex es eigentlich von der Natur ist, einen Menschen zu erschaffen. Und die gäbe es einfach nicht mehr. Die wären einfach weg. Und oh Mann, das ist schwer. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin zu Hause, verdammt. Ich weiß es nicht, Freunde. Was hättet ihr gemacht bei diesen Fragen? Unten findet ihr die Fragen. Dazu könnt ihr auch mal Antworten in den Kommentaren schreiben. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall noch den Link zu Chris Test. Auch den Link zu Training Robin. Schaut ihr euch auf jeden Fall beide mal an. Richtig coole Typen. Außerdem tagge ich jetzt in meinem Video den lieben CloudsWar TV. Marvin, du bist gefragt. Ich hoffe, du machst bald ein Video dazu. Und ich tagge auch noch Moritz von Garth Music. Links zu beiden findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Schaut die euch auf jeden Fall an. Das sind coole Menschen, sonst hätte ich sie ja nicht getaggt. Und ja, wenn ihr jetzt hier oben klickt, dann kommt jetzt noch zum Video von gestern mit peinlichen Geschichten. Die fand ich mal wieder sehr geil. Schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder da unten kommt jetzt noch zu einer Mystery-Folge. Die gibt es am Freitag wieder. Versprochen. Wir sehen uns dann morgen wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, bis dann.